Hallo und willkommen im neuen Jahr auch nochmal von uns. Falls du noch keine guten Vorsätze gefunden hast oder noch eine Idee brauchst für eine kleine Neujahrs-Challenge, hier ist sie. Wir haben für dich eine 5-minütige Plank-Challenge vorbereitet. Ganz wichtig, diese Challenge kannst du wann immer dieses Jahr ausführen, nochmal wiederholen oder mitmachen. Die Idee dieser Challenge ist, dieses Video einfach 30 Tage hintereinander zu wiederholen. Und dann kannst du uns ja gerne in die Kommentare einmal ein Geschafft hinschreiben. Auch ich habe diese Übung noch nicht hintereinander mitgemacht, damit wir jetzt gemeinsam in diese Challenge starten können. Du brauchst bequeme Kleidung und eine Matte wie immer und schon kann's losgehen. Komm in die Plank Pose. Und los geht's. 45 Sekunden. Die erste Übung ist direkt eine richtig powervolle Übung und dafür ziehst du den Bauchnabel nach innen und hältst den Körper in einer geraden Linie. Nimm den Blick am besten nach unten und schieb dich hier von der Matte nochmal schön weg. Halt und atme, vielleicht nochmal ein Lächeln auf deine Lippen zaubern und das Gesicht entspannen. Wir haben mehr als die Hälfte geschafft. Und noch 10 Sekunden fehlen. Wundervoll. Das schaffen wir gemeinsam. Halte durch und entspann dich kurz. Danach geht's nach oben in den hohen Mountain Climber mit Slow Mountain Climbing. Zieh das Knie fest nach vorne oben Richtung Brustbein. Halte die Körpermitte fest. Schieb die Hände in die Matte. Mach so langsam, dass du denkst, du schaffst die 45 Sekunden easy. Und wir haben auch schon wieder mehr als die Hälfte geschafft. Mach einfach so weiter. Hiernach geht es wieder nach unten in den Unterarmstütz. Halt die Körpermitte fest. Die letzten Sekunden. Sehr gut. Und entspanne kurz. Wir kommen jetzt in den Unterarmstütz und machen eine Low Plank Rotation von Seite zu Seite. Bleib in einer geraden Linie. Ich möchte hier die Popos nicht weit oben sehen, sondern schön unten. Das merkst du jetzt sicher auch im Bauch. Also ich merke schon einiges. Wie gesagt, extra nicht geübt, damit wir hier gemeinsam durchstarten. Und schon wieder haben wir mehr als die Hälfte geschafft. Sehr gut. Noch ein paar Sekündchen. Und danach geht's wieder hoch. Entspanne kurz. Komm in den hohen Stütz. Und dann gehen wir einfach nur mit dem Bein nach außen und nach innen. Wenn du ein bisschen mehr Kraft willst, darfst du hier auch gerne nach außen springen und nach innen springen. Hui! Wir halten durch. Schieb die Matte mit den Händen nochmal von dir weg. Ziehe den Bauchnabel ran. Es wird immer wärmer und wärmer. Wir haben wieder ganz schön viel geschafft. Zehn Sekunden. Und entspannen, es geht wieder unten weiter. Jetzt mit einer Sägeübung, wir schieben uns vor und zurück im Unterarmstütz. Und danach kommt nur noch eine Übung und dann haben wir es geschafft. Popos nach unten. Sehr gut. Bauch fest und vor und zurück. Sehr, sehr gut. Eine kleine Überraschung habe ich noch. Die nächste Übung halten wir 50 Sekunden, also 5 Sekunden mehr als diese hier. Sehr gut. Halte durch. Noch 5 Sekunden. Und dann ist eine kurze Pause dran.
und entspanne dich, locker kurz die Arme. Und jetzt kommt unser 50 Sekunden Hold. Halte einfach, Bauch fest, Spannung, tiefe Atemzüge, Popus nach unten, fester Griff auch mit den Füßen, mit den Unterarmen. Ruhige Atemzüge, wenn es geht. Wir fangen schon ein bisschen an zu zittern, aber egal. Das schaffen wir auch noch. Die letzten Sekunden. Halte durch. Gemeinsam rocken wir das. Nimm nochmal den Popo nach unten. Die Armposition vielleicht kurz verändern. Und dann hast du es geschafft. Entspann dich. Also ich werde morgen meine Armmuskeln ziemlich spüren und wahrscheinlich auch die Bauchmuskulatur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt noch ein bisschen Dehnung brauchen. Und wenn ihr auch euch ein bisschen entspannen oder dehnen möchtet, schaut mal hier.